Das ist ein Benziner, meine Lieben. Viele von euch wissen, dass ich in der mobilen Pflege unterwegs bin. Und dann kommt immer mal wieder diese Sache, ja, man könnte ja auf Elektro umstellen, etc. Leute, es ist nicht für alle Unternehmen möglich. Viele Unternehmen laufen schon quasi letzte Rille, was das Finanzielle angeht. Bedenkt bitte, dass wir in den letzten Jahren Lohnsteigerungen hatten. Wir hatten Spritkosten, die explodiert sind. Wir haben Energiekosten in den Unternehmen als solche, die gestiegen sind. Und ja, viele Unternehmen sind nicht in der Lage dazu, eine Umstellung auf Elektromobilität in der Pflege zu schaffen. Und selbst wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, heißt das nicht, dass die praktischen Möglichkeiten dazu da sind. Als Beispiel, ich habe einen Pflegedienst. Habe ein Büro in der Innenstadt, zweite Etage, keine Stellplätze dabei. Und selbst wenn ich Stellplätze dabei habe, ist die Frage, wie soll ich die Autos laden? Auch ein Unternehmen kann nicht an einem Schnelllader alle Autos laden lassen. Die günstigste Variante hier im Umkreis, Schnellladen sind 69 Cent, glaube ich, im Moment. 59 oder 69 Cent. So, wenn man das hochrechnet, ist das nicht wesentlich günstiger als ein Verbrenner. Nicht wesentlich. Die Betonung liegt auf nicht wesentlich. So, trotzdem kommt die Praktikabilität dazu. Weil, wenn ich beim Kunden bin und das Auto vor der Tür laden kann, ist das alles kein Thema. Also soll ich euch mal was sagen? Bei allen Kunden, die ich so mit dem Kopf durchgehe, die wir haben. Da habe ich zwei, wo ich mit 10 Minuten Fußweg eine Schnellladesäule habe. Das ist nicht umsetzbar. Es ist nicht für alle Unternehmen umsetzbar. Die meisten Unternehmen fahren Benziner. Von knapp 20 Pflegediensten hier habe ich bisher bei dreien Elektroautos gesehen. Das ist verhältnismäßig schon viel. Aber ist das auf Dauer möglich für alle? Nein, das ist im Moment von der aktuellen Lage her nicht. Es wäre dann praktikabel, wenn ich zu normalen Stromkosten an jeder Straßenlaterne die Dinger laden kann, wenn ich bei den Kunden bin. Wenn ich eine Ganzwaschung habe, das Auto eine halbe Stunde steht, kann ich es eine halbe Stunde anstecken. Dann habe ich wieder ein paar Kilometer drin. Oder ich muss die Autos am Büro laden. Aber das hat man gerade auch schon. Nicht jedes Büro hat die Möglichkeit dazu. Genauso sieht es bei vielen Unternehmen aus. Zum Beispiel Handwerker, die auf Montage fahren. Es gibt zwar mittlerweile E-Sprinter, E-Crafter und so weiter. So, wenn ich aber 75, 80, 90 Kilometer Anfahrt habe, dann muss ich das Fahrzeug auch an der Baustelle vor Ort laden können, um wieder zurückzukommen. Weil die meisten Fahrzeuge eben nicht eine effektive Reichweite von um die 200 Kilometern haben. Bedenkt mal so ein Transporter, was da alles reingeht. Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, 2,8 Tonnen, 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht werden nicht selten überschritten. Und ja, ÖPNV geht teilweise. Die könnten an den Endhaltepunkten Ladesäulen aufstellen. Aber was ist mit Langstrecken-Busverbindungen als Beispiel? Flixbus, Köln-Frankfurt würde vielleicht noch gehen mit einem E-Bus. Köln-Berlin, da sieht es schon wieder anders aus. Dafür müsste es entsprechende Schnellladesäulen geben. Gibt es die? Ich habe bisher nur für Pkw-Ladesäulen gesehen, Schnellladesäulen. Und auch da, wenn man sich mal so ein bisschen in dieser
E-Mobility-Community umhört, auch da ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Auch das ist nicht der Fall. Funktionieren Ladesäulen nicht, brechen ab, erkennen die Karten nicht und. Da gibt es auch immer noch genug, was im Argen liegt. Also im Großen und Ganzen, Spritpreise durch Elektromobilität entkommen. Ganz ehrlich, Leute, das sehe ich nicht. Ihr könnt aber eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Gerade die Pflegekräfte, die in der Ambulanten unterwegs sind, oder auch die Handwerker unter euch, wäre für euch mit den heutigen Umständen in den Betrieben ein Umstieg auf Elektromobilität machbar und praktikabel oder nicht? Das würde mich definitiv mal interessieren. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und in dem Sinne, bis zum nächsten, euer Mike.